Jojo Leute, droppt ein Like, droppt ein Abo und aktiviert die Glocke, um nichts weiteres mehr zu verpassen. Außerdem joint auf meinen Discord, um bei diesen Trolling-Videos mitzumachen und nun viel Spaß, Kurs geht raus. Warte schon seit 5 Minuten, was soll das? Hallo? Zeit ist Geld. Der Herr. Ja? Also Geld ist Zeit und Zeit ist Geld, merken Sie sich das. Dann bitte hier einen Koffer mitnehmen, ja? Ich hab keinen Koffer. Wir haben sehr wohl einen Koffer. Nee, der Koffer ist schon bei mir zu Hause. Das glaube ich nicht. Doch, ich habe ihn extra hinliefern lassen, ich habe dir Express-Versand genommen. Dann hat ja wohl, ne Ding. Ich hab nur mein T-Shirt mit. Ah doch, eine Sache habe ich, ich hab meine Bibel dabei. Wollen Sie nicht die Schuhe ausziehen? Nö, der Herr. Sie machen den Boden aber ganz schön schmutzig. Ja, Sie auch. Nee, ich nicht. Meine Schuhe sind gerade frisch aus der Reinigung. Ist das so, ja? Ja, Ihre Schuhe sind schmutzig. Also der arme weiße Teppich. Hallo, der arme weiße Teppich. Der Herr, der ist cremefarben, ja? Einmal bitte die Schuhe ausziehen, der Teppich. Das kann ich mir nicht mit angucken. Ich bin Teppichverkäufer, der arme Teppich. Hallo, ein bisschen vom Teppich weggehen. Ich stehe nicht auf. Bitte vom Teppich ein bisschen weg. Ja, gut. Genau so, ja, perfekt. Ich bin knackige 21 Jahre alt. Habe gerade aktuell 10 Kinder und möchte gerne einen Dönerladen gründen. Wo hast du früher gewohnt? Mit einem kleinen Häuschen. Ja, aber du bist ja irgendwo geboren. Ja, in einem Haus. Ja, wo bist du geboren? Ja, in einem Haus. Welcher Stadt? Ach so, das sage ich nicht, das ist privat. Warum sind Sie ausgewandert nach Los Santos? Also Eltern muss ich ja haben, sonst wäre ich ja nicht auf der Welt. Genau. Aber mein Vater ist noch Milch holen. Aha. Und meine Mutter ist ein bisschen Salat holen, also hatte ich nie eine Eltern. Mögen Sie Döner? Ja. Mögen Sie Döner? Döner ist ganz in Ordnung. Ganz in Ordnung, was für ganz in Ordnung. Ich mache hier Laden auf und Sie sagen mir von ganz in Ordnung. Ja. Sie machen nicht nur den Teppich schmutzig, sondern haben keinen Geschmack. Ey. Ja, Sie mögen meinen Laden nicht. Warum sind Sie gleich so beleidigend? Ich habe Ihnen nichts getan und Sie beleidigen meinen Lebenstraum. Ich tue das gar nicht. Doch, haben Sie gerade. Ich bin jetzt voll traurig. Was ist das da für ein Vogel? Was das für ein Vogel ist? Ja. Das weiß ich leider gerade nicht. Aber warum steht der hier? Für Dekoration. Können Sie den wegstellen? Nee, den möchte ich jetzt nicht wegstellen. Bitte? Der guckt mich an. Der guckt Sie definitiv nicht an. Das darf der nicht. Verboten. Ich kann auch gerne in ein anderes Zimmer gehen. Das ist gar kein Problem. Okay, folgen Sie mir. Dann erzählen Sie mal. Ja. Wo klemmt der Stuhl? Ja. Ja, dann erzählen Sie mal. Wo kommen Sie her? Ich herkomme. Den ach so. Ich dachte, jetzt ist hier verkehrt rum die Welt. Dann was sind deine Ziele hier außer dein Dönerladen? Einen Moment, ich lese gerade. Kein Spaß. Ja, einen kleinen Moment bitte. Ich bin gerade noch mit dem Satz hier fertig. Jetzt bin ich fertig. Perfekt. Ah, noch einen Moment. Warte, jetzt bin ich fertig. Was sind Ihre Ziele außer der Dönerladen? Ich will 10 Kinder ernähren. Oh, okay. Ah, nee, 11. Das 11. Kind mache ich mit Ihnen. Wo haben Sie denn jetzt hier Blume her? Sehen Sie diese Blume, sie ist rot. Wie mein Herz. Und mein Herz blutet vor Blut. Was ist Ihre Ticketnummer? Als ob ich die Einreise bestanden habe. Ich habe so wirres Zeug erzählt. Hallo, brauchen Sie Hilfe? Ich möchte mich hier bewerben. Ach, Sie wollen sich bewerben? Ja. Dann kommen Sie mal mit, ich helfe Ihnen. Hier, der Herr, warum wollen Sie Polizist werden? Ja, ich mag es, Leuten zu helfen. So. Sie Stadt mögen es. Ja, so. Wer mag es denn, Leuten zu helfen? Ja, also die Stadt so ein bisschen zu Aber wir sind keine Stadt, wir sind ein Land. Das Land ein bisschen sauber zu machen. Wir wollen sauber machen, dann können Sie zur Müllabfuhr. Ja. Also Ihre Bewerbung ist schon jetzt richtig schlecht. Okay, tut mir leid, was soll ich denn sagen? Sagen Sie einfach am besten gar nichts. Eine alte Dame überquert die Straße, überfahren Sie sie über oder fahren Sie sie? Das zweite. Also Sie überfahren sie? Nee, nee, das andere. Ja, das andere ist auch, dass Sie sie überfahren. Nein, nein, das andere. Also Sie wollen sie überfahren, okay, merke ich mir. Das war eine Fun-Frage zur Info. Ich glaube, Sie können eigentlich wieder gehen, Sie sind mir hier zu schlecht. Kommen Sie mit. Aua, Hilfe. Ich werde von einem... Ich werde dich verprügeln. Yeah, Sie sind tot. Oh, hast du es gerade gesehen, wie ich mich nach links bewegt habe? Ja, das hast du gesehen. Oh, nein. Warte, Akoi, kennst du den tanzenden Edmund? Ja, habe ich schon mal was von gehört. Ja, der schon berühmte. Was ja, den kenne ich irgendwoher. Ja? Mein Gott, nein, du bist es. Und dann bin ich wieder weg, ne? Ja, ja, also jetzt schön, dass ich sie getroffen habe. Wegen Trolling, ne? Oha, Bruder, kommt die Army. Warum kommt denn die Army bei einem Ladenraub? Hallo. Guten Tag, sagt der Herr. Guten Tag. So, was geht hier? Ich habe eine Geisel und einen Komplizen. Könnten wir dann die Geisel sehen? Kommen Sie kurz und zeigen Sie sich. Jo. Gehen Sie ein bisschen ein Stückchen davor. Da ist Ihr Kompliz, die Geisel. Kommen Sie wieder zurück. Jetzt gehen Sie zurück zu meinem Komplizen. Ja, der Army-Soldat würde sich ja wohl kaum da hinten einfach reinstellen. Das glaube ich immer so blind. Also, und zwar habe ich eigentlich nur eine Forderung. Ja. Das ist eigentlich ganz einfach. Sie müssen eigentlich einfach nur mal den Wagen da zur Seite fahren und sich dann da hinlegen, nackig, und Motorgeräusche machen. Achso, und fürs die Strippen auch noch, oder? Nee, nee, einfach nur auf dem Boden nackig legen und Motorgeräusche machen ganz lange. Wir müssen uns demütigen für ihr Ding. Das ja, für die Geisel. Kommen Sie mal jetzt hier raus. Okay. Ja, also entweder Sie machen es oder mein Komplize knallt ihn ab. Die werden mich so fett stürmen. Sie fangen an, Herr Black. Ja, fang sie an. Ich bin gerade noch dabei, Motorräusche zu lernen. Brum, brum, brum. Recht hast du sie. Ja, der andere noch? Da fangen wir mal ganz professionell an, okay. Solche billigen Nachmache. Brum, brum. Was für ein Brumm, Brumm, Junge? Die Dinge, woher soll ich wissen, wie ich scheiß Motor mache? Brumm, brumm. Ja, so wie der Kollege. Ja, brumm, brumm. Ey, Sie sind ja gar nicht bei der Sache. Richtig motiviert müssen Sie das machen. Jetzt zusammen. Brumm, brumm.
Ich mache sie super, ich bringe ihn die Geisel. Okay, ich küsse dein Herz, ja. Ich muss jetzt verschwinden. Oh. Flucht! Dö. Oha, ich bin direkt hinter denen gespawnt und die haben es nicht gesehen. Oh, da sind die! Die haben mich entdeckt, schnell weg hier! Nein! Kannst du ihn Ich bin beschäftigt, das geht nicht. Wer hat das so aufgemacht? Wenn sie mich töten, ist am besten. Bitte, bleib doch einfach stehen, ey. Ich bin was knallt, hallo. So, Hilfe! Ich hab gar nichts gemacht, Bann ohne Grund. Ohne was? Was? Hören Sie mich? Ja, man hört sie. Hallo. Ja. Hallo, hörst du mich? Ja. Hallo. Ja, ich höre. Hallo. Da? Ja. Hallo, du musst auf Solidischeck 3.5 reden. Man hört dich sonst nicht. Hallo, vor mir. Vor ja, mir. Ja, hallo. Ja, hallo. Du musst hörst, dann heb mal die Hände. Ja. Oh mein Gott, sind Sie ein Fake-Admin? Hallo, Herr Fake-Admin, bleiben Sie stehen. Ich bin ein Riesenfan von Ihnen. Hallo, der Herr. Sind Sie ein Fake-Admin? Weg da! Sind Sie ein Fake-Admin? Komm, ich nehme Sie mal mit. Sie werden gebannt. Nein, ich werde nicht gebannt. Sie werden jetzt den Behörden übergeben. Pack den Fake-Admin. Sofort aufhören! Nein, Sie sind mein Fake-Admin. Ich bringe Sie jetzt mit. Dann bist du gebannt. Weg von mir. Was für gebannt werden, Junge? Der einzige, der gebannt wird, bist du. Achtung, das ist ein Fake-Admin. Passen Sie auf. Sie sind eine 0 von 10. Wenn ich Sie auf Google bewerten müsste, wären Sie eine 0. Wie bitte? Wenn ich mir die richtigen Sie Schuhe bekommen ausgewählt. Etwas, wenn Sie mich in Ruhe lassen. Ja, die Anzugsfarbe gibt's ja auch gar nicht. Ich hab noch nie so etwas Schlechtes gesehen. Sie haben nicht nur die falschen Schuhe an, sondern Sie haben auch noch den falschen Anzug an, der Herr. Wie alt sind Sie? Ich bin knackige 79 Jahre alt. Naja, Sie hab werden dann mal gebannt. Man sieht sich. Wir sind niemals. Wann sitzt der denn da? Ich hab die ganze Zeit mitgemacht. Haben Sie mich nicht beobachtet? Ich hab die ganze Zeit was gesagt und Sie haben gesagt, okay. Nee, Bruder, deine Stimme höre ich gerade das erste Mal. Wie das erste Mal? Habe ich mir jetzt alles umsonst angetan? Das ist doch nicht Ihr Ernst. Außerdem, ich saß jetzt hier ungelogen ungefähr 10 Minuten, habe mit Ihnen alles gemacht. Stimmt das? Ich habe ihn nicht gehört, ich bin ehrlich. Das ist doch nicht Ihr Ernst, Mann. Nein, Moment, wir klären das gleich sofort. Erstens hätte ich dich gar nicht so in mein Einreisebüro gelassen, weil man deine Brust durch dein T-Shirt sieht. Und zweitens hast du die ganze Zeit nicht gequatscht. Doch, habe ich. Nein, der andere hat auch dir gesagt, du hast aber nichts erzählt. Aber ich habe geredet. Nein, hast du nicht. Ich habe geredet. Dann musst du dein Mikrofon machen. Ja, was hat ja alles funktioniert? Hören Sie mich ja jetzt immer noch. Ich habe Ihre Stimme auch nie gehört. Doch, haben Kollege Sie. Auch nicht. Nein, habe ich nicht. Ich habe nicht ein Wort mit Ihnen geredet. Das ist voll unfair. Nein. Wie heißen Sie? Ich gehe mich beschweren. Willst du dich jetzt ehrlich beschweren? Ich gehe mich jetzt fett beschweren. Ich stand hier und habe mitgemacht und jetzt kriege ich keine Einreise. Ich habe nicht ein Wort mit dir geredet. Ich habe doch gar nichts mit dir geredet. Ich habe dich nicht gehört. Ja, werden wir gleich im Support gehört. Ja, geh zum Support.